Ein Wiener wurde von U-Bahn eingezwickt, jetzt kassiert er 14.000 Euro. Jeder kennt's, man hört. Die Türen beginnen zu piepen und zu blinken, die U-Bahn ist ready für die Abfahrt. Aber trotzdem springen immer wieder dann noch Fahrgäste durch die Tür, um die U-Bahn zu erwischen. Genauso ist es auch bei einem Wiener passiert, der sich schlussendlich dabei verletzt hat. Jetzt muss ein Gericht klären, wer die Schuld trägt. Der Bahnfahrer hatte nämlich auf die Aufforderung, nicht mehr einzusteigen, vergessen. Daher funktionierte auch der Schutzmechanismus der Türen nicht. Der verletzte Fahrgast ging davon aus, dass die Türen nicht zugehen würden, solange er im Türraum steht. Doch sie gingen zu und haben den Wiener an Arm und Schulter verletzt. Er verlangt Schadenersatz. Die Wiener Linien argumentieren, dass der Wiener nicht mehr hätte einsteigen dürfen, da der Wagen im Einstiegsbereich voller Hindernisse war. Der Mann sagt, dass er den Türbereich nicht verlassen konnte, weil andere Fahrgäste den Weg versperrt hätten. Das Bezirksgericht Innere Stadt gab dem Wiener Recht und sprach ihm 14.000 Euro Schadenersatz zu. Auch das Landesgericht ist damit einverstanden, denn dem Mann kann kein Mitverschulden angelastet werden. Die Höchstrichter vom obersten Gerichtshof lassen jetzt nochmal alles prüfen. Bleibt es aber beim bisherigen Ergebnis, bekommt er den vollen Schadenersatz. Wer findet ihr hat in dieser Situation recht? Die Wiener Linien oder der Fahrgast? Schreibt es in die Kommentare.